alles klar, gut. Gut, ich setze mich in meine Karre, düse darüber in die Wohnung von seiner Oma und da ist schon Anatoli. Ich gehe da in die Wohnung rein und wow, wow, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, da liegt die gute Oma, ja, Riesenblutbad, Messer noch im Bauch, Blumenkohl, ja, Blutspritzer an der Wand, Riesenblutbad auf dem Boden. Oh, es war kein schöner Anblick. Und da lag die gute Frau, ja, 92 Jahre alt, aber sah noch verdammt knackig aus eigentlich, ja. Hatte Lackstiefel bis über die Knie an, Miniröckchen, straffe Haut und blond gefärbte Haare, wie das eben bei ukrainischen Frauen so üblich ist, ne? Sag ich, wow, das ist jetzt ein ziemlich schockierender Anblick, Anatoli. Sag ich, ruf den Krankenwagen sofort. Ist der schon auf dem Weg? Frage ich. Sagt er, nee, der ist noch nicht auf dem Weg. Sag ich, was machst du denn hier für Dinge, Anatoli? Warum ist der Krankenwagen noch nicht auf dem Weg? Sagt er, ja, in der Ukraine machen wir das anders. Sag ich, ja, das glaube ich dir, dass ihr in der schönen Ukraine viele Dinge anders macht. Aber was ist denn hier das Problem? Sagt er, ja, seine Oma war illegal in Deutschland. Sag ich, na gut, und? Sagt er, ja, also kann er keinen Krankenwagen holen, ja, weil er hat seine Oma im Kofferraum in seinem Auto von der Ukraine nach Deutschland gefahren. Sag ich, ach so ist das, ja. Das ist natürlich eine andere Sache dann, ja, das verändert natürlich die Sachlage. Sag ich, na gut, was willst du machen? Oder was macht ihr aus der Ukraine dann in so einem Fall? Also was sagt dein ukrainisches Handbuch? Was sollt ihr da machen? Sagt er, ja, er muss eine Person seines Vertrauens ernennen und diese Person seines Vertrauens muss dann das hier alles sauber machen, ja, und auch die Leiche wegschaffen, ja. Sag ich, na gut, dann bestell mal die Person deines Vertrauens. Zeigt er seine Hand und Finger auf mich, sag ich, was soll das? Was soll das, Anatoli? Sagt er, du bist die Person meines Vertrauens. Sag ich, was, ich sehe so vertrauenswürdig aus? Ja? Oh ja, ja, danke schön, dass ich so vertrauenswürdig aussehe für dich, Anatoli. Gut, was kann ich für dich tun? Ich habe nämlich um 3 Uhr heute schon Feierabend gemacht und jetzt ist es kurz nach 3. Sagte also, pass auf, ja, hier sind 2 Eimer, hier sind 10 Wischlappen und seh mal zu, dass du alles hier wegkriegst. Sag ich, naja, das kostet extra, weil wie gesagt, um 3 Uhr habe ich Feierabend gemacht und sowas hier, ja, das ist normalerweise nicht etwas, was in meine Berufsbranche hineinpasst. Also ich meine hier das ganze Blut aufwischen und so weiter, die Wände sauber machen. Ich sagte, ja, das ist kein Problem. Geld spielt keine Rolle, sage ich. Das ist gut zu wissen. Sag ich, okay, gut, also, mache ich, sag ich, was ist mit der Leiche? Soll ich die gute Frau zurück in die Ukraine fahren und dann könntest du dort auf dem Friedhof beerdigen? Sagt er, nein, 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 nein. Sagt er, überleg dir was. So, und das ist der Grund, warum ich hier heute Abend leider 12 Minuten zu spät bin. Leider, leider, leider. Was machen wir mit den 12 Minuten, ja? So, ich habe nämlich dann die gute Oma, ja, in meine Karre gehoben, ganz sanft gehoben, ja, habe sie dann 40 Kilometer weg von hier in einen Wald gefahren. Mitten im Wald ist ein See. Dann habe ich sie neben den See gelegt, ans Ufer. Dann habe ich eine ganze Menge Seile genommen und schwere Riesensteine und habe die Steine mit den Seilen an ihre Leiche gebunden und dann die Oma ganz sanft und vorsichtig da in diesen Teich hineingehoben. Dann habe ich noch Blumen schön auf
auf den See geworfen, habe dann noch ein paar Gebete gemurmelt, ja, und habe der Oma alles Gute gewünscht und mich von ihr verabschiedet. Und nun stehe ich hier vor euch in tiefer Trauer.